Dies könnte eine x-beliebige Stadt an einem x-beliebigen Ort zu einer x-beliebigen Zeit sein. Denn hier wie überall sind ein Drittel der Bevölkerung Wassernarren. Dies ist die verbürgte Geschichte eines typischen Wassernarren. Wir werden ihn Mr. X nennen. Dies ist sein Haus. Doch es sah nicht immer so aus. Noch vor kurzem war es ein gepflegtes, bescheidenes Heim. Pünktlich jeden Morgen um 7 sagte Mr. X seiner Familie: Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mach's gut, Daddy. Und ging zur Arbeit. Er behauptete, dass dieser morgendliche Spaziergang ihn fit hielt. Doch das war nur die halbe Wahrheit. Heimlich ging Mr. X an einem Laden vorbei, der Boote verkaufte. Zuerst war das Ganze relativ harmlos. Doch der menschliche Körper besteht zu 2/3 aus Wasser. Manche glauben, dass das Wasser im Gehirn den Menschen zum Bootsfahren treibt. Nicht mich, Freundchen. Ich habe Willensstärke. Ich kann ein Boot kaufen oder auch nicht. Probieren kann man's ja mal. Donnerwetter. Ja, probieren kann man's ja mal. Wie diese Worte schon manch ein Leben verändert haben. Mein Sohn, du wirst einiges über das blaue Element lernen. Ich bring dir bei, wie man Seemannsknoten macht und alles über die Schifffahrt. Toll, spitze, Dad. Und danach bringe ich dir Wasserski bei. Hey, welcher Holzkopf war das? Hey, hört auf zu drängeln. Ihr könnt mich mal, Backbord. So was Blödes. Gib mir den Anker wieder. Was war denn das da wieder? Das Boot ist gerade neu. Wir sind in der Badewanne. Ahoi! Alles klar zum Einschiffen, Bootsmann! Ei, ei, Sir! Leinen los! Hui! Volle Fahrt zurück! Junge, da wird der Segel am Mast verrückt! Mr. X musste noch einiges über das Meer lernen. Zum Beispiel, welche Wirkung Salzwasser auf Metall hat. Gemeinhin Rost genannt. Wo bist du gewesen, Dad? Oh, ich hab nur den Wagen geparkt, Junge. Hier, die Ski, Dad. Schnall sie an. Ja, aber klar. Jetzt kannst du mal hochklassiges Wasserski sehen. Man muss sich nur richtig an der Leine. Die Wasserskiläufer befinden sich an der Startlinie. Nur noch wenige Sekunden. Der Countdown läuft. 5. Komm schon, Dad. Schnell, du musst das Rennen mitmachen. 3. Rennen? 2. Was für ein Rennen? 1. Warte doch mal, Junge! Wow. Und ab geht das Feld. Der Kampf um die Positionen beginnt. Doch was ist das? Moment mal, da kommt noch ein verspäteter Teilnehmer. Sofort nach vorne arbeitet. Was für ein Tempo! Stopp! Halt das Boot an! Unglaublich! Er signalisiert seinem Fahrer, noch mehr Tempo zu machen. Stopp! Schneller? Okay, Dad! Das Feld erreicht die Wendemarke. Herum geht's. Und da kommt auch unser verspäteter Starter. Gleich geht er in die Kurve. Nein, tut er nicht. Er fällt zurück. Nein, er schafft es nicht. Komm schnell weiter, Dad. Wir schlagen sie. Es geht zum ersten Sprung.
Die Jungs liefern ein paar feine Sprünge ab. Sehr schön. Und da kommt noch wieder dieser Mr. X. Er ist in der Luft und er schraubt sich wieder an die Spitze. Meine Damen und Herren, dieser Bursche kennt all die Tricks, die in keinem Lehrbuch stehen. Moment mal, da! Auf wundersame Weise taucht Mr. X wieder auf. Wow! Mit unglaublicher Geschwindigkeit fährt er den Slalom. Nein, das schafft er nie. Er ist viel zu schnell. Er wird bestimmt. Nein, das kann er nie. Oh, er ist einzigartig. Das ist euer Geschwindigkeitsrekord für den Slalom. Hey, du bist spitze! Mr. X hält sein Tempo. Sehen Sie, wie eng er die nächste Wendemarke angeht. Aber nein, nein, nein! Diese Kurve kriegt er nicht! Nein, warten Sie! Moment, Leute! Er schafft es, eine beinahe Katastrophe in eine perfekte Darbietung von Strandski umzubiegen. Ja, er ist leicht vom Kurs abgekommen. Ich habe ihn aus den Augen verloren, vermute ich. George, kannst du ihn sehen von da, wo du bist? Hilfe! Holt mich von hier runter! Oh,